Aber sag mal nur, Großtartarien. Mhm. Das ist ja jetzt erstmal für viele nie gehört. Mhm. Ich sehe jetzt eine, ich kann sie mal eine Weltkarte hier oder eine halbe. Eurasien so, ne? Mhm. Eurasien, ein bisschen von Afrika, Arabien, Indien ist drauf. Also ohne Südamerika und Nordamerika. Mhm. Ich halte es nochmal in die Kamera. Da ist was Grande Tartarie zu sehen. Aber ich habe in der Schule und sonst was nie was von Gran Tartarie gehört. Von Gran Canaria schon, aber nicht Gran, Grande Tartarie. Wie kann man bitte solch ein großes Reich vor uns verbergen? Also man muss vielleicht sagen, bis wann war es denn noch bekannt? Also ich sage mal so, die letzten wahrscheinlich Kenntnisse darüber waren bestimmt noch bis ins 20. Jahrhundert hier und da bekannt. Aber wir hatten ja in den letzten 200 Jahren sehr viele Revolutionen, Kriege, die die Menschen natürlich auch schwerst traumatisiert haben. Ja. Es gibt ja in Großbritannien gibt es eine Enzyklopädie, die heißt Encyclopaedia Britannica. Und dort wird Grande Tartaria noch in der Ausgabe von 1781, glaube ich, als das größte Land der Erde beschrieben. In den Folgeausgaben war das komplett raus. Ach, guck an. Jetzt wird es interessant, weil was ist da passiert? Man muss verstehen, ich sage mal so, die Zeit, wo Tartarien in die Mangel genommen wurde, also man muss vielleicht so sagen, es gab eine Abspaltung von Europa, speziell Westeuropa, bestimmte Kräfte. Können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, wer das vielleicht gewesen sein könnte? Du hast das, gestern hast du mir das erklärt, dass überall gab es den doppelköpfigen Adler, der sozusagen nach links und nach Osten und nach Westen geschaut hat. Und nach Osten und nach Westen. Ja. Und der deutsche Adler guckt jetzt nur noch nach Westen. Guckt nur noch nach Westen. Ja. Im russischen Wappen haben wir den Doppelkopfadler und den Heiligen Georg, der den Drachen aufspießt. Ja. Also das, also schon auch daran irgendwie eine Abspaltung oder nur noch in einer Richtung zu sehen ist. Man muss ja verstehen, ungefähr um 1618, glaube ich, hat die pro-westliche Romanow-Dynastie im westlichen Teil von Tartarien die Macht übernommen, also in Moskau sozusagen, die Moskauer Thron, was dann nachher die Keimzelle für das russische Reich wurde. Und die haben natürlich versucht, ihre Macht zu etablieren, weil sie waren ja eigentlich Usurpatoren, sie haben sich da unrechtmäßig reingeputscht auf den Thron, auf den Zarenthron, da durfte gar nicht hin. Mhm. Haben aber vom Westen wohl sie unterstützt. Und sie haben im Grunde dann angefangen, das war sehr interessant, die russische Akademie der Wissenschaften war in den ersten, glaube ich, 30, 40 Jahren oder sogar noch länger, ich glaube sogar die ersten 100 Jahre ihres Bestehens nur von Ausländern besetzt. Das waren keine Russen, die Historiker. Und die Ausländer haben die Geschichte für Russland geschrieben. So, wenn du dann durch die Erlebnisgeneration weg ist, dann haben wir nur noch die Werke und dann liest du rein und dann wird da uns irgendeine Geschichte erzählt. Und dann gab es natürlich immer wieder Versuche, auch Tartarien, also den sibirischen Raum östlich vom Ural, irgendwie, da wollten sie ran. Ja, das ist ja interessant für die. So, und es gab eine ganz wichtige Schlacht, die aber auch in der Geschichte so als Bauernaufstand so ein bisschen runtergewertet wird, nämlich der sogenannte Pugatschow-Aufstand von 1773 bis 1775. Und da wurden offensichtlich nicht Bauern unterdrückt, sondern da wurde die tatarische Armee besiegt von den westlichen Romanows. Und das war der Startschuss, wo sie quasi das Tor nach Sibirien auf hatten. Das heißt, da konnten sie nach Sibirien eindringen mit ihren Armeen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt global, wenn wir es global sehen, ist was passiert 1776? Geht in die Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner, ne? Der Illuminatenorden wurde gegründet, Adam Weishaupt. Und die USA wurde gegründet. Und zwar nur an der Ostküste. Dann haben die Illuminaten die Freimaurerei übernommen, 1782, beim Kongress von Wilhelmsbach. Wilhelmsbad, ja, also da ging das weiter. Und dann kann man sich überlegen, wenn man so eine Weltkarte sieht, die sind also, die Romanows waren ja unterstützt letztendlich von diesen Kreisen, nach Osten gezogen zu dieser Zeit. Und die Siedler oder man könnte auch sagen Söldner, die haben ja auch viele Söldnerheere im Dienste gehabt, die sind dann nach Westen gestoßen, also von den Gründungskolonien. Und haben sozusagen US-Tartarien in die Mangel genommen und dann den sibirischen Teil von Tartarien. Und so hat sich im Grunde das große Reich Tartarien wurde dann unter dem Romanow-Russland und den entstandenen USA mehr oder weniger aufgeteilt. Also quasi so still und heimlich assimiliert. Und das, was wir sehen, diese Großbrände, das ist wahrscheinlich die Kriegshandlung gewesen im 19. Jahrhundert, wo also heftig gekämpft wurde,
gerade der Nordwesten der USA, der war eben noch tatarisch, sage ich mal so. Und der wurde dann von diesen Okkupanten nach und nach übernommen. Und wir lehnen es heute als der Kampf der Cowboys gegen die Indianer. Also die Indianer könnte man sagen als Synonym für die US-Tataren, für die weiße Bevölkerung, die dort schon existiert hat. Zusammen aber auch mit der Dunkelheit. Die weiße? Ja. Der Kampf der Cowboys gegen die Indianer, wen repräsentieren jetzt die nordamerikanischen Indianer? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das sind wahrscheinlich die Tataren, die in Amerika gewesen, die dort gelebt haben. Aber die haben ja auch eine andere Hautfarbe gehabt. Und nein, nicht nur. Also da haben ja sehr viele verschiedene gelebt. Es ist ja wohl auch so, dass die dunkelhäutigen Menschen, die man ja mal sagt, das sind die Sklaven aus Afrika gewesen, die haben wahrscheinlich schon dort längst gelebt. Die wurden gar nicht da aus Afrika hingebracht. Das heißt, auch die Ureinwohner waren wahrscheinlich auch schon ein Teil davon dunkelhäutig. Die haben dort friedlich zusammengelebt, bis dann die Invasoren aus Europa kamen und dann im Grunde alle platt gemacht haben und erobert haben. Also es ist komplett anders gewesen, auch die US-Geschichte, komplett anders. Ja? Und deswegen, diese Hinweise auf dieses Ereignis wird uns indirekt gezeigt. Das heißt, wir lernen über zum Beispiel diesen Bauernaufstand, auch Bauernaufstand, naja, so ein bisschen so. Nein, das war ein Großangriff von dem Romanow auf die tatarische Armee. Genauso auch die Napoleon-Ära. Die ganze Zerrüttung in Europa und später 1815 die Neuordnung im Wiener Kongress und solche Geschichten. Ja? Beziehungsweise auch, es gibt den Hinweis 1816, das Jahr ohne Sommer, mit einer globalen Abkühlung. Mhm. Wahrscheinlich war das Jahr, wo wahrscheinlich so eine Art nuklearer Winter war auf der Nordhalbkugel, Sibirien. Vermutlich. Denn auch Napoleon, wenn es den wirklich in der Form gegeben hat, da bin ich auch schon am Zweifeln, als er nach Moskau gezogen ist, interessanterweise, damals war die Hauptstadt des Russischen Reiches nicht Moskau, sondern St. Petersburg. Der war also wahrscheinlich mit dem Zar, mit dem damaligen Zar Alexander dem I. verbündet und ist gegen Tatarien gezogen mit seiner Armee. Mhm. Und die war sozusagen Moskau. Aber es gibt auch Hinweise, dass Moskau wahrscheinlich auch von einer Art Energiewaffe getroffen wurde, weil sie ist ja runtergebrannt und da sind so viele Menschen umgekommen. Also es haut vorn und hinten nicht hin, wenn man einfach nur mal einerseits mit elementarer Logik daran geht, aber auch mal so die Ereignisse, die zu diesem Zeitpunkt, also sagen wir so zwischen 1770 und 1820, da haben so viele Schlachten stattgefunden. Wenn man das jetzt als Teilschlachten eines Weltkrieges betrachtet, der damals geführt wurde gegen Tartarien weltweit, dann ergibt es plötzlich viel mehr Sinn. Und ich habe mich damals in der Schule immer schon gefragt, Napoleon, guck mal, was haben die gehabt? Die haben Pferde gehabt, die haben Karren gehabt, da haben sie ein paar Kanonen drauf gehabt und so weiter. Der hatte Pläne, Indien zu erobern. Der hatte Pläne, in Karibien ein Reich zu errichten. Der hatte Pläne, Australien zu erobern. Ich habe mich immer gefragt, auch schon in der Schule, wie soll das technisch möglich sein? Mit Segelschiffen? Da brauchen die ja Monate, bis die da unten sind. Wie wollen die dann Land erobern? Da sind die doch alle schon müde, wenn sie da angekommen sind. Also offensichtlich haut hier hinten vorne was nicht hin. Und ich gehe davon aus, der Technologiestand war damals wesentlich weiter. Ja, also was sie uns erzählen, du musst dir mal überlegen, eine grande Armee mit über 600.000 Mann geht zu Fuß von Paris, also nicht ganz, aber sie haben ja auch viele Befreundete sozusagen mit dazugezogen, nach Moskau. Die rennen zu Fuß. Stell dir mal vor, ein Soldat läuft jeden Tag 20 Kilometer. Da gibt es keine Autobahn, da gibt es angeblich keine Eisenbahnschienen, keine richtigen, nur ein paar Feldwege vielleicht. Dann allein der Versorgungstross, der hinten herzieht, der ist hunderte von Kilometern lang, um über eine halbe Million Mann täglich zu versorgen. Und dann sind die da angekommen, sind eigentlich hundemüde, weil die laufen ja, ist ja nur eine Annahme, 20 Kilometer am Tag. Dann stehen die vor Moskau und sollen noch kämpfen. Wie realistisch ist das bitte schön? Die müssen ihre Kanonen ziehen, die müssen ihre ganzen Waffen mitziehen, die können nur eine bestimmte Menge am Tag laufen, die müssen mal Pipi machen, die müssen was zu essen haben und die haben noch nicht gekämpft. Also alleine von der Logistik ist es völlig unrealistisch, mit dem damaligen angeblichen Technikstand so eine Riesenarmee durch halb Europa bis nach Moskau zu führen. Also irgendwas stimmt hier nicht, sage ich mal so. Und ich will damit nur sagen, es gibt so viele Ungereimtheiten, wenn man sich die im globalen Maßstab anguckt. Und wir haben im Geschichtsunterricht in der Schule immer nur Europa, immer nur Napoleon. Wir haben nicht geguckt, was parallel in der gleichen Zeit in Amerika passiert ist oder in China oder in Japan. Und das muss man aber, um das globale Ereignis, was damals wohl stattgefunden hat, wirklich zu verstehen. Musst du viele Ereignisse, die parallel stattgefunden haben, auch was in Südamerika stattgefunden hat, davon wissen wir nichts. Ja? Und immer, ich habe dreimal Napoleon im Unterricht durchgenommen. Ja? Ich fand es furchtbar, immer wieder. Und dann dachte ich, lass uns doch mal über andere Dinge sprechen. Was ist in Nordamerika gewesen? Mhm. Ja, da gab es da Kolumbus und so. Ja, Kolumbus, haha. Mhm. Ja? Und das will ich sagen, also man hat uns im Grunde Dinge, die passiert sind, anders verkauft in der geschriebenen Geschichte. Deswegen wissen wir nichts mehr von Tartarien. Und es gab eine gut organisierte Agenda, um die Geschichte komplett zu verschweigen. Dieses große Reich, dieses vorherige Kultur komplett zu
aus dem Bewusstsein der Menschen zu vernichten. Das heißt, so wie aus der Britannica. Das ist ja nur ein Werk. Man hat die Originale versucht einzukassieren, wahrscheinlich liegen die in irgendwelchen Geheimbibliotheken, und hat dann Fälschungen rausgegeben. Das wurde ja 200 Jahre lang die Geschichte umgeschrieben, systematisch. Es wurden neue Sprachen erschaffen in den letzten paar hundert Jahren, in Europa zum Beispiel. Ja, man hat den Chinesen ihre Kultur gegeben, das haben Europäer gemacht. Also es ist wirklich, wenn man da eintaucht, das ist verrückt, aber in dieser Matrix befinden wir uns. Und da muss man wirklich erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Bezugspunkt finden, sonst schwimmt man total. Ja? Und wenn man mit Karten anfängt, finde ich, ist es ein guter Einstieg, dann fängt man vielleicht mit den Bauwerken an, die es gibt überall. Man guckt sich diese Hinweise auf diese Verschüttungen an, diese falschen Keller. Und dann so nach und nach wird das Bild immer runder, sage ich mal so. Ich würde gerne, bevor wir diese Weltkarte, diese Sternenfestung, die haben mich absolut fasziniert, als ich das gesehen habe. Wo überall diese Muster erscheinen, und sie, für mich haben sie wehrtechnisch eigentlich keinen großen Nutzen. Magst du was dazu erzählen? Also weil das ist ja auch weltweit. Weltweit, ja. Also ich sag mal, sehr konzentriert sind sie in Europa, muss man sagen. Also es gibt ja auch so Übersichtskarten, wo man mal so sieht. Die meisten liegen irgendwo in Nähe von Flüssen oder an der Küste. Also zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt hier unsere Gegend. Also Dresden war ursprünglich eine Sternfestung, die Elbe. Magdeburg, Berlin, Leipzig, Ulm, München, also habe ich überall schon Bilder gesehen, sozusagen der Kern, der Stadtkern, der heutige Stadtkern, das war eigentlich mal ursprünglich auch eine in dieser Art gestaltete Sternenfestung. Emden, Hamburg, ja, also man findet teilweise auch bei Google Map, kann man gucken, findet man noch die Überbleibsel, man findet sie. So, vermutlich, ich gehe davon aus, also wehrtechnisch denke ich, das ist Blödsinn, wird zwar immer so behauptet, aber aufgrund dieser Geometrie gehe ich davon aus, dass das was sehr, es hat was Harmonisierendes. Es hat was Informierendes, denn es ist immer mit Kombination mit Wasser. Wir wissen ja, Schneeflocken, Kristallbildung, die sehen ja ähnlich aus, wenn man die hat. Genauso bestimmte Frequenzen bilden ja auch stehende Wellenmuster. Wir kennen die klattnischen Klangfiguren. Ja. Also diese Kultur, die da existiert hat, weltweit, die hatte ein Wissen über Klänge, über Frequenzen, über Resonanzen, über Ätherphysik. Da muss man so, die wussten genau, wenn eine bestimmte Geometrie erzeugt ein bestimmtes Feld im Äther. Und das wiederum erzeugt ein bestimmtes Schwingungsmuster. Und das befinden sich ja dann natürlich Lebewesen, also sprich wir Menschen, wenn wir in so etwas wohnen oder uns in der Nähe aufhalten. Das hat wahrscheinlich auch eine sehr harmonisierende, euphorisch machende Wirkung auf die Menschen gehabt. Also die haben mit Klang, mit Frequenzen gearbeitet, geheilt, was ich bis jetzt recherchieren konnte. Ja. Das macht auch viel mehr Sinn. Aber wenn wir das Ganze, und jetzt kommt's, im Kopf haben wir ein Bild von Kampf, von Krieg, von Zerstörung. Dann gucken wir uns diese Dinge an und betrachten das nur aus der rein wehrtechnischen Anlage. Ja, ja, und nicht da aus haben der, sie den richtigen Winkel und so weiter. Und das meine ich, das ist das Problem in unseren Köpfen. Wir gucken durch ein Dia und verzerrt, das, was da ist, wird völlig verzerrt. Und deswegen sehen wir Tartarien nicht mehr. Obwohl wir mittendrin sind, wir sitzen in dieser Hochkultur. Europa ist ja auch Teil davon gewesen, und zwar ein sehr wichtiger Teil offensichtlich. Mhm. Also Berlin zum Beispiel, hast du hier nochmal von 1688 einen Grundriss, ne, der hier als Sternenstadt sozusagen aufgezeigt wird. Tesla hat ja mal gesagt, wenn du die Welt verstehen willst, dann denke in Energie und Frequenzen. Frequenzen und Schwingung. Richtig. Oder Schwingung und Frequenzen. Und Proportion. Mhm. Ja, Proportion, das wissen wir in der Musik. Ja, die Bachsche Musik, also von Johann Sebastian Bach. Da geht es immer um Proportion. Und die heilige Geometrie, es geht um Proportion. Und wenn ich dann die Architektur anschaue, die Filigranität mancher Strukturen oder ne, so Riefen da rein, ist das wirklich nur Verzierung? Das ist der Punkt. Ja, also da haben wir ja gestern davor gestanden. Ja. Also das heute ist so Funktionalität. Ja. Ja, und Einfachheit beziehungsweise
möglichst mit wenig Aufwand viel Raum schaffen oder wie auch immer. Aber unsere Altvorderen haben es offensichtlich verstanden, Funktionalität, sehr effektive Funktionalität, ja, mit Ästhetik, ja, mit Schönheit, ja, zu verbinden. Ja. Wir sehen heute nur die Schönheit, aber die Funktionalität nicht dahinter. Richtig. Richtig. Wenn man jetzt anfängt, Kirchen und Kathedralen und Moscheen als technische Bauwerke zu betrachten, ja, die wurden ja erst später zu Moscheen und Kathedralen gemacht, ja, nachdem sozusagen dieses Großreich zerbrochen ist und in viele kleine Abspaltungsreiche geworden ist. Wenn wir das also anfangen, als technische Werke zu betrachten, als Kraftwerke, die in der Lage waren, atmosphärische Erdenergie zu extrahieren, zu konzentrieren und sie dann durch bestimmte Mechanismen in bestimmte Schwingungsfelder umzuwandeln, sodass Menschen, wenn die da reingegangen sind, sich wohlgefühlt haben, also Heilfrequenzen. Ja? Also dass Krankenhäuser es der Form nicht gab, sondern wenn du dich unwohl gefühlt hast, bist du halt in so eine, heute nennen wir es Kirche oder Kathedrale gegangen und wurdest bestimmten Schwingungen ausgesetzt und die haben dich wieder in Einklang mit dir selbst gebracht, die haben dich wieder sozusagen mit dir selbst in Resonanz gebracht. Manchmal braucht man ja von außen so einen kleinen Anstupser, ja, damit man wieder in die Eigenresonanz kommt.